Also, an den kommen wir nicht näher ran, wie es mir scheint. Oder mit dem Stab direkt? Berührt ihn und ich werde ihm seine Macht rauben, Charizard. Kannst du ihn nicht mit dem Stab berühren? Er ist genau. Ich muss ihn. Na gut. Was ist hier das Fenster? Es ist zu tief. Und ich brauche meine Beine noch. Na, dann machen wir den mal aus und gucken mal. Jetzt sind wir hier hinten, okay? Was bringt uns das? Können wir da jetzt wieder reingehen? Ja? Nee. Leider. Als ihr den Kristall oben gelöscht habt, ist der Turm eine Ebene herabgesackt. Der Ausgang. Als ihr den Kristall oben gelöscht habt, der Ausgang. Das ist das Problem. Sind wir halt wieder hier unten. Tentakel, können wir da was machen? Sie sind weich und warm. Am Ende sind diese Viecher auch nur aus Fleisch und Blut. Wie schön ihr das gesagt habt. Können wir sie denn nicht versteinern? Mein Zauber wirkt nur auf Pflanzen. Oder durchschneiden? Oh, es geht. Das geht. Hey. Sie lassen sich nicht so leicht von ihrer Beute abbringen. Immer nur einer. Aber so können wir kontrollieren, wie der andere Stein steht. Als ihr den Moment. Wir wollen, dass der nach rechts wankt. Also schneiden wir den links weg. Gehen wieder rein. Aktivieren wieder den Mist hier. Und jetzt kommen wir endlich an den Stein oben ran. Der Turm ist nun wieder oben. Charizard. Was mache ich denn? Hier raus. So, jetzt kommen wir ran. Na? Jetzt haben wir das Problem mit dem hier drüben. Wenn wir den ausmachen, landen wir eins weiter unten und kommen nicht mehr rüber. Wir müssen irgendwie eine Verbindung von hier zu hier schaffen. Ich habe so die Vermutung, dass dieser schlafende Splitter dabei eine Rolle spielt. Dass man irgendwie den aktiviert und dann kommen die rüber, die Tentakel, und dann laufen wir drüber oder so. Irgendwie sowas. Ich darf mein Ziel nicht aus den Augen verlieren. Aber ich verstehe nicht genau, wie. Können wir hier rüberlaufen? Nein. Ich komme nicht heran. Kasims Schild beschützt ihn. Wenn ihr die Kristalle in den Türmen löscht, wird auch der Schild kleiner. Vielleicht könnt ihr ihn dann endlich erreichen. Vielleicht muss ich ja gar nicht alle deaktivieren. Vielleicht können wir den einen anlassen. Was ist denn, wenn ich jetzt hier reingehe? Diesen Kristall deaktiviere und aus dem Fenster rausklettere. Reicht das dann? Der Turm ist nur. Vielleicht reicht das ja. Vielleicht denke ich bloß gerade zu viel drüber nach. Aber sein Schild ist gar nicht kleiner geworden. Das Schild ist nicht kleiner geworden.
Erst muss ich Kasims Schild zerstören. Ich komme nicht an die Tentakel ran. Das bringt mich nicht weiter. Hm. Wir haben halt hier drinnen noch einen Kristall. Den müssen wir ausmachen. Aber wenn wir den ausmachen, kommen wir nicht mehr rüber, weil wir von der Etage runterfallen auf die Etage. Und dann kommen wir nicht rüber, weil hier der Weg kaputt ist. Mein Gedanke war halt, die Tentakel irgendwie dazu zu bewegen, hier eine Brücke zu bauen. Aber ich habe es bis jetzt noch nicht hinbekommen. Ist auch nichts mehr, ne? Der Turm ist nur... Das hier ist das Problem. Sie reagieren nur auf wache Schwebesteine. Können wir ihn aktivieren und dann werfen? Er schwebt in meiner Tasche. Und jetzt? Den aktivieren? Das wäre geschafft. Okay. Okay. So viel dazu. Jetzt haben wir es endlich. Ich habe das so oft versucht, ne? Ich dachte, irgendwo hin platzieren. Aber... Benutze mit Tentakel. Bumm, das war's. Ja, das müsste doch jetzt ausreichen, oder? Ja, das Schild ist klein. Wir haben es geschafft. Wir kommen jetzt zumindest an die Tentakel ran, glaube ich. Ich komme ihm best. Oder? Tentakel? Thaddeus Tentakel? Damit endet dein kleines Schauspiel. Ja! Ja, wie sie da gemütlich runterläuft. Ich wäre einfach runtergesprungen mit dem Messer voran. Ich schätze, nach all den Jahren hast du es endlich geschafft. Du hast mich besiegt. Glaubst du wirklich, dass ich die letzten 15 Jahre an nichts anderes denken konnte, als daran, wie ich dich besiegen kann? Du bist eingebildeter, als ich dachte. Ich dachte, du wolltest mich überflügeln. Ich bin nicht wegen dir hier. Ich bin hier, um für meine großen Taten in die Geschichte einzugehen. Welche großen Taten? Versuche es gar nicht erst. Wie du willst. Wenn Worte dich nicht verletzen können, dann eben so. Oh, was? Ich dachte, ich lass dich gewinnen. Aber wenn das für dich keine Rolle spielt, kann ich dich genauso gut zerstören. Was jetzt? Kitzeln. Du kannst dich nicht mehr bewegen. Du gehörst jetzt mir. Eine Vision geben? Strample nur so viel du willst. Oder eher so viel du noch kannst. Ein paar Steinern? Gib auf. Deine Zauber sind wirkungslos gegen mich. Deaktivieren. Die Maske deaktivieren. Was soll das werden? Glaubst du wirklich, deine kümmerliche Magie kann mir etwas anhaben? Wenn es sein muss, dann hau ich dir halt das Messer rein.
Strample nur so viel du willst. Oder eher so viel du noch kannst. Der Stab? Du kannst dich nicht mehr bewegen. Du gehörst jetzt mir. Ist da noch mehr als bloß der Prinz? Nee, nur der Prinz. Prior Scepter? Du kannst dich nicht mehr Du kannst... Alkohol. Du kannst dich nicht mehr bewegen. Bandage? Du kannst dich nicht mehr bewegen. Du gehörst jetzt mir. Jetzt habe ich aber wirklich jedes einzelne Item durchprobiert und jeden Zauber. Reden vielleicht. Ja, winde dich nur. Ich bin nun in deinem Geist und zerreiße alles, was ich finden kann. Gleich wird von deinem kümmerlichen Natürlich, Wesen reden. Nichts mehr übrig sein. Ja, winde Achso, dich. Nee, ich bin nun in dein Gleich. Du wolltest doch auf Augenhöhe sein. Dann steh auf und sieh mich an. Du kannst dich nicht mehr bewegen. Du gehörst jetzt mir. Hier ist nur ein Hotspot, ja? Nichts anderes. Nur der Prinz. Nicht irgendwie noch so ein einzelner Tentakel oder irgendwie sowas. Nur der Prinz. Wir haben die Feder probiert. Wir haben das... Ich sehe keinen anderen Hotspot. Siehst du ja, wie ich hier gerade alles abfahre? Der Hauptkristall ist noch da. Können wir jetzt vielleicht den Hauptkristall... Wir können den Hauptkristall deaktivieren. Du hast gewonnen. Du hast mich besiegt. Du hast den größten Tempel zerstört, den die Welt je gesehen hat. Tod regnet nun herab auf deine Truppen. Niemand wird überleben, um von deiner schrecklichen Tat zu berichten. Nichts, was du getan hast, wird bald noch etwas gelten. Kann man nur so gemein sein, oder? So aus der eigenen Familie anzutun. Das ist so ein Arschloch. Du bist bestimmt stolz auf dich, denn du hast gewonnen. Du hast mich besiegt. Nur wird sich niemand jemals daran erinnern. Das erklärt aber auch, wie die Schlacht so enden konnte, dass niemand überlebt hat. Alle Dämonen und alle Menschen sind gestorben durch den Aufprall. Alle bis auf den Stab. Oder wer lebt hier noch? Lebt hier noch jemand? Sie hat's überlebt? Sie hat's überlebt? Oh, die Dämonen. Er ist hier. Hilfe. Junge Amazone. Schild ist zu schwer, oder was? Der Schild muss weg. Der Schild muss weg. Ja, kannst du den Stock nicht benutzen als Hebel oder sowas? Sag ich doch, Hebel. Ich bin verwundet. Bitte, helft mir.
Verband, Alkohol haben wir ja doch, oder? Ich muss ihre Wunden pflegen. Verband. Oder erstmal eigentlich Alkohol, oder? Oder desinfizieren? Die Flasche ist leer. Verband drauf. Der Verband ist alles, was ich habe. Sie schafft es nicht, oder? Sie hat aufgehört zu atmen. Oh. Alter, warum so viele Tentakel jetzt am Ende? Schnell, nehmt meine Hand! Und dann, plötzlich, wurde alles ganz still. Es war, als hätte Satinav sich einen Scherz erlaubt und die Zeit einfach angehalten. Ein schier endloser Moment, in dem sich Satya und der Adept einfach nur anstarrten. Er verstand nicht, dass seine rettende Hand für sie weit schrecklicher war, als tausend Dämonententakel es jemals hätten sein können. Das endgültige Eingeständnis an ihr grauenvolles Scheitern. Schließlich schnippte Satya wieder und das Leben ging weiter. Während er sie fortzog, hörte ich sie schreien. »Lass mich«, rief sie, »lass mich, bring mich zurück!« Und immer wieder, »ich kann ihn nicht zurücklassen!« Und das immer wieder, immer leiser und immer weiter weg. Es dauerte nicht lange und sie war verschwunden. Tja, und damit war es das dann. Ich war wieder genau da, wo ich angefangen hatte. Nur eines war diesmal anders. Diesmal konnte ich mich an etwas erinnern. An eine Prinzessin, die angesichts der unmöglichsten Hindernisse stets weitergekämpft hatte. Es half, dass die Borische Wüste einer der magischsten Orte ist, den diese Welt kennt. Mehrere Astrallinien kreuzen sich hier und ich lag genau dazwischen. Ich wurde mächtiger und mächtiger und ich übte und übte und übte. Nach 400 Jahren gelang es mir, meine Zauber so weit zu verfeinern, dass ich endlich einen Weg fand, meinen Körper dauerhaft zu verändern. Ich verließ die Wüste und machte mich auf den Weg nach Draconia. Ich musste wissen, was nach unserer Trennung mit meiner Prinzessin geschehen war, mit der einzigen Frau, die je bereit gewesen wäre, einem zwielichtigen Zauberstab ihr Leben anzuvertrauen. Warum müssen diese Spiele immer so traurig sein am Ende? Da kommt noch ein Kapitel. Hm? Noch ein Kapitel. Satya war in der Gorischen Wüste gescheitert. Sie hatte die Maske und sie kannte den Namen des Zeitdschinns. Das heißt, sie hätte theoretisch einfach alles verändern können. Spricht der Träger der Maske den Namen des Djinns, kann er Vergangenes zurückholen. Doch weckte Satya den Djinn nicht. Warum nicht? Sie war am Boden zerstört. Es ist alles gar nicht so schwer. Man muss nur die Teile richtig zusammensetzen. Ob Geron schon wach ist? Also man kann jetzt schon spielen, glaube ich, aber ich wollte ihr ein bisschen zuhören beim Vorlesen. Ich komme nicht ran, wie auch. Ach, wir spielen Geron. Fahi! Fahi! Es würde mich nicht überraschen, wenn er mich gerade ebenso anschreit. Ich weiß nun, sie können mich sehen und sie können mich hören, aber es wird ihnen nichts bringen. Wir können unsere Magie wirken.
Giron? Giron, kannst du mich hören? Ich glaube, ich habe das Rätsel gelöst. Es ist ein wenig kompliziert. Mit so vielen Einzelteilen, es fehlt nur noch ein einziges. Und wir können die Geschichte endlich vollenden. Anschließend werde ich den Stab bitten, dich zurückzuverwandeln. Versprochen. Kannst du mir vorher noch einen Gefallen tun? Satyas Rubin hat einen Sprung. Du musst ihn reparieren. Kannst du das für mich tun? Alter, könntest du den Geron vielleicht vorher mal retten? Bitte, Geron. Repariere den Rubin. Oder können wir den Djinn jetzt rufen? Haben wir nicht den Namen auch gesehen? Die Geschichte ist fast zu Ende. Wir brauchen nur noch den Rubin. Oder verarscht die uns gerade? Danke. Und nun lass mich etwas ausprobieren. Ich bete zu den Göttern, dass ich mich nicht irre. Fdan, Fasgadan, Esplas, Nein! Katan, wir vergessen doch alles! Murilor, Gras, Ferel, Goran, Hül, Bemutir, Gerul, Felan, Juntir, Katan, Feluntir, Sudan. Was? Geron? Bist du noch da? Wenn ja, dann solltest du nun den ersten Zauber des Stabes beherrschen. Gib mir bitte ein Zeichen, dass es geklappt hat. Aktivier. Ach, das stimmt ja. Stimmt ja, die hatten ja die Maske umgedreht, dass sie nicht mehr vergessen lässt, sondern alles Gespeicherte beibringt. Ich habe mich geirrt. Ich hatte recht. Danke. Danke, Giron. Ach, du fragst dich bestimmt, wo du hier bist. Der Stab hat diesen Ort erschaffen. Eine Mogul-Grabkammer mitten im Andergaster Wald. Ist das nicht beeindruckend? Lass die Maske und komm zu mir. Erst hier. Ich bin bald zurück. Breda! Breda! Und wieder werde ich verlassen. Nori. Vision schicken. Sadias Zauber funktioniert hier nicht. Sadias Zauber funktioniert hier nicht. Okay. Lernen wir jetzt langsam alle Zauber vom Stab? Zerstören? Nein, ich lasse es so. Ich weiß nun, sie können mich sehen und sie können mich hören, aber es wird ihnen nichts bringen. Grab kann man lauschen. Alles, was ich höre, ist das Knistern des Feuers. Können wir die Maske? Es ist unmöglich, die Inschrift zu lesen, während man die Maske trägt. Kann man die Maske jetzt kaputt machen? Das wäre Wahnsinn, oder? Etwas sagt mir, dass es Breda nicht weiterbringt, wenn ich den Rubin wieder zerstöre. Im Gegenteil. Okay. Können wir sie aktivieren? Sadias Zauber funktioniert hier nicht. Eine Vision schicken in die Maske? Sadias Zauber funktioniert hier nicht. Nein, ich lasse es so. Sadias Zauber funktioniert hier nicht. Bach? Ich habe gerade keinen Durst. Nee, was? Wirklich? Ach, die Inschrift. Wie der Stein über den Skarabäus, so herrscht der Skarabäus über den Stein. Ich verstehe es immer noch nicht. Sadias Zauber funktioniert hier nicht. Nein, ich lasse es so. Nein, ich lasse es so. Ich weiß nun, sie können mich sehen und sie können mich hören, aber es wird ihnen nichts bringen. Berge? Sie sind zu weit weg, aber aller Ungewissheit zum Trotz geben sie mir eine Ahnung, wo ich bin. Was sollen wir denn machen? Nuris Kette zerstören? Ich mache sie doch nicht kaputt, sie gehört Nuri. So leicht zerbricht das nicht. Eine Vision schicken. An Nuri.
Ich werde versuchen, Nuri eine Vision zu schicken. Eine Vision. Oh Gott, was sollen wir ihr denn schicken? Bergspitze? Inschrift? Geron. Ich könnte Nuri zum Berg schicken. Aber was dann? Nee, dann... Dann Geron. Fluss. Lagerfeuer. Es gibt zu viele Bäche und Lagerfeuer in diesem Wald. Als Wegbeschreibung ist das für Nuri völlig unnütz. Dann Geron. Grabinschrift. Grabeingang. Nuri wird nicht verstehen, was ich ihr damit sagen will. Ob der Kraftspeicher? Sie spürt ja keine Magie mehr als Rabe. Kraftspeicher? Wenn sie mich finden will, muss Nuri so viel über diesen Ort wissen wie möglich. Dann lassen wir vielleicht den Geron weg und machen nur Inschrift, Kraftspeicher, Fluss. Den Bach könnte sie aus der Luft sehen, aber es gibt hier so viele. Sie wüsste nicht, welchen ich meine. Bach, Lagerfeuer. Und so ein Grabeingang. Es gibt zu viele Bäche und Lagerfeuer in diesem Wald. Als Wegbeschreibung ist das für Nuri völlig unnütz. Aber so ein fettes Grab, da steht nur eins im Wald. Nuri wird nicht verstehen, was ich ihr damit sagen will. Steingesichter einfach nur? Wenn sie mich finden will, muss Nuri so viel über diesen Ort wissen wie möglich. Doch jetzt langsam lächerlich, oder? Die Brücke kann doch nichts Wichtiges sein. Das ist ja nicht mal eine Brücke, das ist ein Brett. Es gibt zu viele Bäche und Lagerfeuer in diesem Wald. Als Wegbeschreibung ist das für Nuri völlig unnütz. Also benutzen wir nicht mehr Bach und nicht mehr Feuer. Überhaupt nicht. Wirkt der Zauber nicht? Dorthin kann ich keine Vision. Also sagen wir Grabeingang, Steingesicht, Bergspitze. Ich könnte Nuri zum Berg schicken. Aber was dann? Berg und das Wasser? Berg, dann Fluss, dann Lagerfeuer. Ich schicke Nuri zum Berg, dann den Bachlauf entlang bis zum Feuer. Ich hoffe, es klappt. Da ist sie ja. Sie spricht schon gar nicht mehr. Gott sei Dank, ich beginne mich an etwas zu erinnern. Ich weiß, wie ich mich zurückverwandeln kann. Entsteinern auf Geron. Nun gut, los. Nein,
Nein, ich bin zu schwach. In der Maske ist nicht mehr genug Kraft, um mich zurückzuverwandeln. Es war alles umsonst. Aber kannst du sie zurückverwandeln? Keine Ahnung, wie. Versteine sie erstmal. Das geht so nicht. Wieso nicht? Damit sie nicht abhaut. Den Kraftspeicher, können wir den irgendwie aussaugen? Aktivieren? Nein, ich lasse es so. Entsteinern? Soweit ich mich erinnere, wirkt der Zauber nur auf Lebewesen und Versteinerungen. Aber wie willst du denn den Kraftspeicher benutzen? Kannst du Nuri vielleicht sagen, dass er dir den Kraftspeicher bringen soll? Moment. Nuri? Kraftspeicher? Geron. Aha! Jetzt entsteinern. Ah, endlich. Dass Nuri gar nicht wegfliegt. Fari, ist alles in Ordnung? Oh ja, meine steifen Knochen haben sich schon lange nicht mehr so jung angefühlt. Danke, Nuri. Wer bist du? Das ist jetzt unwichtig. Versprichst du, dass du hier auf mich wartest? Na gut. Ich komme gleich zurück. Die ist bestimmt wieder weg, bis wir zurückkommen. Navi schaut. Ja, ich glaube, wir sind wirklich gerade kurz vor Schluss. Kurz vor knapp. 450 Jahre ist es nun her, seit ich, ein sprechender Zauberstab ohne Erinnerung, in meinem Gefängnis das Licht entfachte und eine fremde Frau erblickte, die mein Leben für immer verändern sollte. In dieser Kammer hat ihre Geschichte begonnen. Und zwischen diesen Wänden werden wir sie gemeinsam beenden. Merhaba, Geron. Herzlich willkommen. Du hast dich befreien können. Was hat das alles zu bedeuten? Wo sind wir hier? Frag ihn. Sehr richtig. Frage mich. Es sei denn, es sind sehr, sehr viele Fragen. Du musst wissen, ich habe lange auf diesen Tag gewartet und möchte mich ungern noch länger aufhalten müssen. Wieso? Was soll hier geschehen? Du hast also noch immer nicht verstanden, warum ich euch meine Erinnerungen schickte? Warum ihr hier seid? Nicht ganz. Ich dachte eigentlich nur, um Sadis Geschichte zu erzählen, damit sie doch am Ende nicht vergessen wird. Ich dachte, darum geht es, oder? Worum geht's jetzt hier?